Bei einem Verkehrsunfall zu Monte stirbt ein Frau. Die Schweizer Energiedienst Holding übernimmt die Enalpine und die Zermatter Bergbahn ist Tigran im Jahr 2007 der Betriebsgewinn. Das sind die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Am Donnerstag im Nachmittag ist zu Monte bei einem Verkehrsunfall eine 48-jährige Frau gestorben. Sie ist auf einem Parkplatz beim Einladen der Kommissionen von einem parkierten Auto gegen die Seitenporte von ihrem Auto gedrückt gekommen. Warum sich das parkierte Auto bewegt hat, ist noch nicht geklärt. Die EDH, die Schweizer Energiedienst Holding mit Sitz in Leuffenburg, übernimmt die Enalpine. Damit will die Müttergesellschaft von diesen beiden Firmen, die Digi ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ihre Schweizer Gesellschaften für die Stromliberalisierung stärken. Die Enalpine behaltet ihren Geschäftssitz in Visp und auch die Arbeitsplätze bleiben im Wallis erhalten. Am Freitag war der Spatenstich zum Nivea Zivilschutzkommandoposten zu Visp. Der Posten der soll vor allem um Zivilschutz als regionalen Kommandoposten und bei einem Krisenereignis als Kommandozentrale dienen. Die Kosten dieses Projekts beläufen sich auf rund 2,4 Millionen Franken. Davon kommen rund 1,8 Millionen vom Bund und Kanton subventionierte. Der Moment muss man mit höheren Kosten rechnen, wenn er budgetiert. Wer wie viel davon übernimmt, ist im Moment aber noch nicht klar. Die Zermatt Bergbahn AG hat 2007 ihren Betriebsgewinn von rund 64 auf fast 67 Millionen Franken erhöht. Der Christen Baumann hat an der Generalversammlung einen Cashflow von 29 auf 28 Millionen Franken präsentiert. Für das nächste Jahr plant man die jetzige Gondelbahn Matterhorn Express vom Schwarzsee bis zum Furg zu verlängern. Das Konzessionsgesuch hat man schon eingereicht. Am Wirtschaftstag Oberwallis hat man über das Thema Grossinvestoren im alpinen Tourismus geredet. Der Benno Nager hat das geplante Resort vom ägyptischen Investor Sami Saviri in Andermatt vorgestellt. Danach hat Thomas Steiner von der Tourismusfachschule über globale Trends im Tourismus berichtet. In einem anschliessenden Podiumsgespräch unter der Leitung von Adrian Arnold haben die beiden zusammen mit dem Christen Baumann von Zermatt über den Nutzen oder Schaden von so Grossprojekten geredet. An diesem Wochenende feiert der Militärflugplatz Sitte seinen 65. Geburtstag. Aus dem Anlass tut der Stützpunkt am Freitag und Samstag seine Porte für die Bevölkerung auf. Neben verschiedenen Ausstellungen, die die Besucher unter anderem auch Flugzeuge aus der Nähe anschauen können, sind verschiedene Flugshows ein besonderes Highlight. Am Donnerstag war die 50. Generalversammlung des FC Naters. Im Mittelpunkt des Vereinsjahr ist das grosse Strassenfest vom Mai gestanden. Dank dem Erlös von dem erfolgreichen Anlass hat man das Geschäftsjahr mit einem kleinen Plus abschließen. Der Hans Ritz bleibt als Präsident bis auf weiteres im Amt. Für das nächste Jahr hat man sich vorgenommen, die Vereinsstruktur zu verbessern. So hofft man zum Beispiel, die verschiedenen Posten optimal zu besetzen. Der Freitag hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt. Wir haben super Weitsicht, genauso wie wir es eigentlich vom Walliser Herbst gewohnt sind. Wie wird aber das Wetter über das Wochenende? Wir schauen es zusammen an. Ein Walliser Herbsttag wie aus dem Bilderbuch ist vorbei. Nur abends haben ein paar Quellwolken an den Bergen geklebt, wie wir hier z.B. gerade am Beachhorn von Birchen uns sehen. Der Samstag, der ist zum Träumen. Im ganzen Oberwallis ist es hübsch, wir erwarten eine klare Weitsicht. Es kommt auch herbstlich warm. Im Rhonental zwischen Brig und Sieders erwarten wir bis zu 17 Grad. Auf der Nordseite vom Oberwallis gibt es bis zu 10 Grad. Im Rhein, Leikerbad und Letschental steigt das Thermometer bis ein Brief auf 10 Grad. Es ist nicht nur am Samstag schön, auch über das ganze Wochenende darüber aus dürfen wir auf das schönste Herbstwetter einstellen. Erst am Dienstag fängt es ein bisschen an überziehen. Der ausführliche Wetterbericht könnt ihr aber auch im Internet anschauen, jetzt auf www.walliswetter.ch. Das waren die Walliser Nachrichten vom Freitag. Ich sage, vergelt's Gott, für's Zuschauen.